Hiho und willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Roguelike-Freunde, zu einem weiteren Let's Show von mir. Nämlich heute zeige ich euch Heroes of Hammerwatch. Ja, einige von euch werden hoffentlich mein normales Hammerwatch-Let's Play gesehen haben, also beide Let's Plays von der Haupt- und der DLC-Kampagne. Heute zeige ich euch Heroes of Hammerwatch, das von denselben Machern ist wie Hammerwatch. Und ja, denselben Grafikstil hat, aber ein bisschen anderes Gameplay. Nämlich es wurde ja viel mehr Roguelike gemacht als das Original. Und ja, ich besitze das komplette Spiel inklusive aller DLCs. Und ja, ich werde euch dann alles zeigen, wenn es soweit ist. Das erste, was wir machen, ist für dieses Let's Show ein neues Profil anlegen, dass wir ein cleanes Profil haben. Und ich nicht mit den Heroes aus meinem Privatprofil kollidiere und der Stadt. So. Wie man sehen kann, keine Heroes mehr da. Multiplayer brauchen wir nicht. Ich denke mal, Settings sind alle okay so. Wobei, ich denke den Sound etwas runterdrehen. Die Musik, so. Und dann erstellen wir einen neuen Charakter. Ja, wenn wir ein neues Profil haben, sind die Hälfte der Charaktere noch gesperrt, die wir erst freischalten müssten in unserer Stadt. Und ja, Mercenary Mode, das ist sozusagen der Iron-Modus. Ja, egal. Also, wir haben folgende Charaktere jetzt im Augenblick zur Auswahl. Den Paladin, den Ranger, den Sorcerer und den Warlock. Den Thief, den Priest, den Wizard und den Gladiator können wir noch ein bisschen erst freischalten. Und der Witch Hunter ist ein DLC-Charakter, deswegen hätten wir den theoretisch schon. Gladiator ist eigentlich auch ein DLC-Charakter, aber den müsste man erst freischalten. Ja, Warlock ist Nahkampfvergiftung. Oh, und Life Leech. Sorcerer ist ein Eismagier, während der Wizard ein Feuermagier ist. Mhm. Da hätten wir noch den Paladin, der ein Schild hat, und den Ranger, der Fernkampf hat. Das ist eine gute Frage, was nehmen wir denn? Paladin oder Ranger? Na komm, nehmen wir den Paladin, dass es interessanter wird. Hier sehen wir die ganzen Skills, die der Paladin nachher hat. Also Standard Schwertangriff, Charge, Lay on Hands, yay. Whirlwind, dann sein Schild, mit dem er blocken kann. Und seine Passivfähigkeiten. So, wir können... Wir könnten unseren Paladin jetzt ein bisschen modifizieren. Unser Bueno hier. Ihm erstmal ein hübsches Icon verpassen, ihm eine Stimme verpassen. Bleiben wir bei Default so. Wir können seine Hautfarbe anpassen. Jo. Lassen wir mal eher hellhäutig. Haarfarbe könnten wir anpassen. Bleiben wir bei dunkelbraun. Können auch seine Rüstung und alles anpassen. Machen wir mal schön grau. Das Schild allerdings blau. Und den Helm, den machen wir auch grau. Machen wir das hier aber blau. So. Sieht doch gut aus. Und play. Jo, und wir laden und sind im Dorf. So, wir können die Map vom Dorf mal aufrufen. Die beiden Wege hier führen in die DLC-Gebiete, also sollten wir sie erstmal lassen. Man sieht auch, es sind Sachen durchgestrichen, wie hier unten die Kirche und hier oben der Markt wahrscheinlich. Dafür ist hier ein Pferd. Das Rathaus, da oben die Abenteurer geht und da drüben der Gemischtwarenladen. Ja, können wir uns alles erstmal kurz angucken. Ja, guten Tag, Novize. Willkommen im Outlook. Hier ist alles im Arsch. Bla bla bla.
Gehen wir mal ein Stück weg. Dann die Spawn-Side-Text. Also die haben nur Blabla-Text, aber hier. Could you perhaps assist us in retaking the mines? Ja, also die Minen zurückerobern. Er hier sagt hier, der Outlook Express bringt uns runter in die Stadt der Steine. Oder die steinerne Stadt, besser gesagt. Er hier sagt, der Priester müsste erst zurückkehren, damit die Kirche überhaupt wieder aktiv ist. Sie kann uns was über die Leute hier erzählen. Ja, hier ist die Town Hall. In der Town Hall können wir, bis jetzt, I'm in charge of distributing ore amongst the merchants around here. Feel free to point me in the direction you feel would benefit you the most. Ja, hier können wir das Erz verteilen. Also das Erz, das kriegen wir im Dungeon. Und können es dann benutzen, um die Stadt aufzuwerten. Also entweder ein Blacksmith zu kaufen oder das, was hier noch als Fragezeichen markiert ist. Was wir bereits haben, ist eine Schatzkammer der Stufe 1. Eine Gildenhalle der Stufe 1 und ein General Store der Stufe 1. Und ja, wir können bereits dashen. Ja, The Pointy Head, das ist der Magierladen. Der ist aber allerdings auch leer, weil der Magier auch verschollen ist. Und du sagst, dieser Pfad führt ins Brightmoor, wo der Moon-Tempel steht. Das ist das zweite DLC-Gebiet, von dem ich beide noch nicht kenne. Ja, und Pirk ist der Schnellreisepunkt. Also wenn wir schnell zu den beiden Gebieten wollen, können wir das hier machen, theoretisch. Also City of Stone und Mercenary Camp im Sumpf. Ja, Travel Service. Und du? Ja, ich würde gerne Waffen verbessern, aber ich brauche Erz dafür. Ja, das hier ist der Schmied. Ja, du redest über den Outlook. Die Spots look empty. Ja, hier würde der Alchemist arbeiten. Hey, mein Name ist David Epps. Und ich habe Supplies. Ja, hier könnten wir Schlüssel kaufen für den Dungeon. Könnten uns auch Items kaufen. Brauchen wir aber im Augenblick nicht und wir sollten uns das Geld eh erstmal sparen. Und dann haben wir hier oben noch die Adventure Guild. I'm not gonna enter this mines. No chance in hell. Also der ist zu feige, sich in die Minen zu begeben. Was hast du zu sagen? Ah ja, der hier verkauft Pets. Und zwar verschiedene Pets, die Gold und Erze für mich aufsammeln würden. Haben wir allerdings überhaupt nicht das Geld dafür, also lassen wir es gut sein. Hier könnten wir uns modifizieren. Also wir finden im Laufe des Spiels noch weitere Farben für die verschiedenen Sachen. Wir können uns halt umfärben. So, du bist der Gildenmaster. Hier können wir unsere Skills lernen und verbessern. Ja, ja, wenn wir die Gildenhalle reparieren. Ja, genau, das ist unser Skill-Tree sozusagen. Wenn wir Level-Ups kriegen, kriegen wir Skill-Points und die könnten wir halt ausgeben, um unsere Sachen zu verbessern. Allerdings halt nur so hoch, wie die Gildenhalle ist. Im Augenblick also nur Tier 1, also steht uns nur die drei hier zur Verfügung. Also wir können unsere Schwertangriff verbessern, wir können unseren Charge verbessern, wir können Schild 1 lernen. Was ich wahrscheinlich als erstes machen werde. Und ja, du hier draußen hättest doch den Quest. Ich habe mein Buch der Monster im Turmarchiv vergessen. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich heute nicht hin. Und ja, das hier ist der Erzaufzug, genau. Gut. Du hast hier zu sagen, der Eingang wird hinter dir verbarrikadiert werden. Ja, das heißt, wir kommen nicht raus. Entweder wir sterben da drin. Und ja, hier gibt es auch Puppen, an denen wir unsere Angriffe üben könnten.
Also das hier ist die eigentlich fragile Puppe, die wir auch zerstören können. Die anderen drei, also eine gepanzerte, eine nackige und eine magische. Also bei den beiden machen wir gleich viel Schaden, weil wir physischen Schaden machen. Die magische ist eher gegen magische Schäden geschützt. Und hier gegen die Armut sieht man, machen wir nur halben Schaden. Nur damit wir mal austesten können, was wie viel Schaden macht. Jo. Aber jetzt mal hier hinein. So, Minen. Gleich mal unser erstes Sieg mitfinden. Und das ist auch nur ein Händler. Ja, hier könnten wir theoretisch mit unseren Items, die wir nicht haben, gamblen. Bringt uns allerdings nicht viel. So, sammeln wir lieber hier das Geld ein. Töten unsere ersten Gegner. So, das ist eine Bronzetruhe. Die können wir nicht öffnen, weil wir keinen Bronzeschlüssel haben. Oh, das sind Kamikaze-Käfer. Also ja, es gibt auch im Verhältnis zum normalen Hammerwatch neue Gegnertypen. Was sehr praktisch ist. Also was heißt praktisch? Es ist halt voll gemein. Ja, es ist eine höhere Herausforderung, wenn wir neue Gegnertypen auch haben. Macht das Ganze halt interessanter. So, nur nicht umrunden lassen von den Gegnern. Und auch nicht von denen treffen lassen. Ja, man sieht gut Schaden. Wow, das wird jetzt ein bisschen arg viel. So. Haben wir aber allerdings noch geschafft. Das Blöde ist, das ist kein Health in Sicht. Ah, da wäre Health. Da ist der Weg in die nächste Ebene. Und ja, alle Levels sind random generiert übrigens, im Gegensatz zum Original Hammerwatch. Im Original Hammerwatch hat man ja einen festen Dungeon, der sich nie ändert. Und hier haben wir gleich zwei Gegner spawner nebeneinander. So. Oh, Level Up, das ist auch nicht schlecht. So, der Gegner-Spawner ist tot. Oh, da ist unser erstes Erz. Das ist gut. Ja, solchen Schutt können wir leider nicht kaputt machen. Hi. So. Alle tot? Alle tot. Außer euch natürlich. Das Gemeine ist, Fledermäuse können das Terrain ignorieren. So, mal gucken, was bringt uns der Blisk hier. Monolith den Boost hier mit Greater Insight. Greater Insight sehe ich leider nicht. Wo das genau... Ah, doch, Effekt. 100% Experience Gain, also solange das da unten aktiv ist. Da unten sehen wir, wie lange es hält. Ist ja schon mal praktisch. Oh, und jede Menge Ohr. Get me out of this hellhole, sagt der Miner. Thanks for saving me.
Help yourself to this ore. You can use the elevator to deliver it to town. Ja, das ist auch eine wichtige Mechanik. Nämlich das ganze Gold und das ganze Erz, was wir hier einsammeln, ist futsch, wenn wir sterben. Was irgendwie Sinn macht, weil unser Charakter ist tot. Wie soll er es wieder in die Stadt bringen? Deswegen müssen wir das an diesen Stationen nach unten schicken in die Stadt. Also, ja, wir gehen nach oben, nicht nach unten. Der Dungeon ist nämlich über uns sozusagen. Zuerst in die Minen und dann in den Kerker. Und dann wird das, was danach kommt. Weiter als bis zum Kerker habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, muss ich zugeben.